Und damit herzlich willkommen zu Far Cry. Genau, wir hatten nämlich wichtige Erledigungen zu erledigen. Tja, da ist wieder mein Superhahn. Hey. Hallo. Hallo, kleiner Punker. Charon, das ist nicht nett. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht nett. So. Ja, wir sind gestern ja von dem komischen Boot da runtergekommen. Bratensoße mit Jägermeister? Okay, das hört sich irgendwie sehr gut an. Aber Krösch, herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Clara, ich habe La Morale getroffen. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? La Morale? Laut meinen letzten Infos stand diese kleine Splittergruppe kurz vor dem Zerfall. Die sind deutlich schlagkräftiger als die Legenden. Okay, aber bleib wachsam. La Morale hat einen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund zieht. Ich halte die Augen auf. Ha, eine Splittergruppe, okay. Aber ist auf jeden Fall irgendwie cooler als die Rentner, wenn ich das mal sagen darf. Oh, hi. Er mir unterstrich Warschuhe. Okay, ich habe doch noch zu wenig Kaffee. Wirklich, Bashur? Sag mal. Nee. Frage, warum bin ich hier jetzt einfach so reingegangen? Wegen dem Schatz? Könnte sein. Und Bashur hat noch zu wenig Kaffee. Das ist nicht gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Er mir unterstrich Warschuhe. Ich dachte gerade, bei welches vegetarische Gericht passt Bratensoße, dann hab ich gepeilt, dass Chris nicht Mann ist. Lächelnder Smiley. Sehr gut. Das ist sehr gut. Nee, Chris ist unser Master of Vanille Pudding. Abschiedsgeschenk. Jelena. Sie sind mir auf die Schliche gekommen. Die Soldados kommen. Ich werde euch nicht mehr helfen können. Die Vorräte für La Morale sind im Vorratsraum des Ofens. Ich habe ihn verschlossen und alles kaputt gemacht, sodass der einzige Weg durch das Feuer führt. Du kommst mit meinem Generator hinein. Die Soldados kommen sicher nicht hinter das Geheimnis. Du aber schon. Viva La Morale. Dornio. Viel Glück, Ines. Ich hoffe, du hast das überlebt. Kann ich den irgendwie kaputt machen oder so? Ja. Ist so. Emir unterstrich Warschuhe. Delete-Test nach F5. Wahrscheinlich ziemlich hoher Delay, oder? Wahrscheinlich. Okay, 10 Sekunden. Oh, damit kann man, glaube ich, leben. Damit kann man, glaube ich, leben. Im Falle eines Feuers, Feuerwehr rufen. Echt jetzt? Generator benutzen, um die Wasserpumpe mit Strom zu versorgen. Natürlich brennt es da drin. Ich muss das löschen.
Die Frage ist jetzt gerade, warte mal, das hier ist doch der Generator, ne? Entschuldigung. Wo ist denn hier der? Da muss ich den hinbringen. Oh, diese Pumpe ist wohl elektrisch. Carajo. Diese Pumpe macht unter Strom gar nichts. Okay, das kriegen wir aber hin. Wir müssen einfach nur das Ding darüber schieben. Wie schwer kann das schon sein? Hallo, Jimin. Ja, bei mir immer. Kampfgocke mit Generator überfahren. Ja, passiert, ne? Jeden Tag, immer wieder. Geh noch mal weg da. Muss doch irgendwo. Gonio. Ja, geh doch runter. Weißt du, da sagen die Leute, ich bin blöd. Was zur Hölle? Warum geht er denn da rein? Oder war das jetzt unnötig? Anscheinend braucht das Ding Strom. Muss ich den hier runterschubsen? Okay. Cola-Steak. Da. Sag mal. Ist so. Danke. Handschriftliche Warnung. Hallo Leute, bitte betreibt unsere Geräte mit dem mobilen Generator an, bis die Stromleitung wieder repariert ist. Hm. Geht doch. In der Kampf. Okay. So könnte das was werden. Dankeschön. Dankeschön, Willow. Kennst du Vita-Cola, beziehungsweise... Ja, natürlich. Ich kenne Vita-Cola.
Natürlich kenne ich Vita Cola. Ich mag sie semi. Es gibt bessere und es gibt schlechtere Cola. Von innen verschlossen. Verarscht mich doch. Ich benötige immer noch einen Schlüssel. Wo ist denn hier dieser verkackte Schlüssel? Wo habe ich den übersehen? Ja, ne? Kein Schlüssel. Vielleicht sehe ich bei Tag auch ein bisschen mehr hier drin. Ah, warte. So geht's. Perfekt. Das konnte ich nicht sehen, weil es zu dunkel war. Okay. Schon gesehen, nie getrunken. Doch, hin und wieder habe ich die mal getrunken, aber ich mag sie nicht so gerne. Ach, ich kann darüber. Nein. Nein, natürlich nicht. Sagt nichts. Zum Glück bin ich damit fertig. Jetzt muss ich nur noch den Fokus durch loswerden. Ja, den muss er wohl noch loswerden. Okay, das war ein bisschen tricky. Finde ich gut. Finde ich gut. Aufklärungsbericht. Flugabwehrgeschütz. Bleib am Boden. Flugabwehrkanonen kontrollieren den Himmel. Unsere lokalen Freunde meinen, dass sie angreifbar sind. Angreifbarer sind, als sie aussehen. Okay. Okay. Jodin.